Nachdem ich die ersten drei Nächte instant gefischt hatte, war es nun an der Zeit, an einer der beiden vorgefütterten Spots zurückzukehren. Ich hörte wie so oft auf mein Bauchgefühl und entschied mich spontan für die zentral im Kanalabschnitt gelegene Stelle. Einfach reinlegen. Gut ist. Mindestens genauso gut wie die Umlenker. Spannend. Es war gegen 2 Uhr morgens. Ich war noch richtig verärgert über den Verlust eines Fisches kurz vorher, als dieselbe Route nochmals ablief. Oh Leute, was für ein Biss, was für eine erste Flucht. Ich weiß nicht, was da gleich hochkommt. Aber krass, das habe ich hier so noch nie erlebt. Geht da schon wieder ab, ey. Das ist Wahnsinn. Schon irre. Der ist noch immer irrsinnig weit weg. Kein. Boah, schon wieder, ey. Das gibt's da nicht. Ist der Deibel stark, ey. Also wenn das ein Karpfen ist, dann Respekt. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Nicht, dass mir die Knie schlottern, aber
Jetzt will ich auch wissen, was da dran ist. Alter, schon wieder nicht. Das gibt's nicht. Wo nimmt der Fisch nur die Kraft her, ey? Wahnsinn. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich die Schlagschnur drauf habe mit der geflochtenen und nicht die Mono. Ich hoffe, dann sieht man den Fisch. Wahnsinn, das sind Warrior hoch 10. Das habe ich ja echt noch nicht gehabt, sowas. Keine Ahnung, ob ich den hier in dem flachen Bereich überhaupt landen kann. Boah, ist der dick. Eine dicke Plauze. Mal gucken, ansonsten was hier ins Wasser. Boah. Spiegelkarpfen. Got him! Geil! Was für ein dicken Bauch. Yes! Am letzten Trip schon eingefangen. Ein Schuppi. Ähnliche Gewichtsklasse. Ist das geil, Leute? Over the moon. Guckt euch dieses Teil an hier. Dafür lohnt sich doch alles, oder? Angepisst, weil mir der erste Fisch, wenn ich den ersten Biss verloren habe, mache alles neu, lege die Rute, denke noch, oh, komm, die andere auf der anderen Seite machst du auch neu, die rausgeholt, war die gerade am fertig machen und dann läuft das Ding ab wie eine Rakete, Gott sei Dank war ich direkt draußen, die Rute in der Hand und der nimmt Schnur und Schnur und Schnur und Schnur, ich denke, was ist denn jetzt los, ey? Ich wollte mal an die Actioncam gekommen bin, an die Kamera. Das war ein Wunder. Weil der ist in einem durchmarschiert. Ich denke, das kann nicht sein. Und dann schneller hin. Jetzt habe ich zwischendurch die Kamera auch immer wieder ausgemacht. Weil ich auch nicht mehr so viel Speicher habe. Und da hat er sich einmal festgesetzt, nämlich durch die Brennnesseln und durch die Dornen dadurch. Weil eigentlich geht da hinten nicht mehr viel weiter. Egal, ich musste jetzt hinterher, weil der hatte sich kurz in irgendwas festgesetzt. Ich denke mal, war Gott sei Dank nur Kraut. Ach ey, und dann Gott sei Dank konnte ich den Winkel so ändern, dass ich den Fisch dann wieder frei hatte. Und dann ist er direkt nochmal wieder 15 Meter abgeprescht. Dafür war der jetzt auf der Matte echt voll easy Handling. Und ja. Ehrlich gesagt war ich einen Moment lang am Überlegen, ob ich gegen die Regel verstoße, aber nee, Regeln sind Regeln. Natürlich sind Fotos im Hellen schöner, aber scheiß was drauf. Hauptsache dem Fisch geht's gut. Die Erinnerung ist sowieso hier drinne. Und ich glaube, das nehme ich mit. Das war schon echt geil. Oh.
Moin Moin. Nacht war kurz. Irgendwie schlecht geschlafen danach. Das war ein Kaffee. So. Letzten Sachen auch noch ins Auto. Dann das Luten reinkurbeln. Und dann bin ich schon wieder auf dem Weg zur anderen Stelle. So, die letzte von vier Routen, die ich jetzt lege. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo ich gestern was gefüttert habe. Und ich habe schon ein paar Fische gesehen. Ich patrouillieren hier hin und her. Und so fangen sie mal kurz an zu fressen und sind dann wieder verschwunden. Ich mache jetzt nichts Großartiges, ich verteile einfach die vier Ruten. Drei, wie gesagt, liegen schon. Ich mache noch jemals neue Köder drauf. Ich arbeite auch jetzt auf die Schnelle ohne Umlenker. Weil Ziel ist einfach, den einen oder anderen Fisch in den nächsten zwei, drei Stunden vielleicht abzugreifen. Wie gesagt, mehr mache ich hier auch gar nicht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass da bald einer abläuft. Machen wir mal. Ihr werdet dabei sein. Läuft ihr oder nicht? Jetzt dreh ich doch durch hier, ey. Den Doppellauf hier, ey. Na, war ja, ey. Die ganze Zeit tut sich nichts, kommt die Sonne raus. Laufen direkt zwei ab. Verrückt. Naja. Oh, dann scheint sich wieder verdrückt zu haben. Ein kleiner Fisch. Alter, ey, ist der hektisch. Der wird auch schnell hektisch. Die Vermutung muss da loswerden. Hoppa. Oh, jo, immer voll. Ey. Na gut, jetzt aber. Jo.
Und los ist er. Aha. Weg ist er. Ja, mal gucken, was hier so los ist. Jetzt ist er schon darüber. Aha. Das scheint ab zu sein. Oder? Nee, da ist er noch. Die Sonne kommt raus, yeah! Na komm! Bleibt doch Speichergarten hier, du. Also die Route, die lag echt schon bei dem anderen Ufer drin, hab ich schon gedacht, na, ist das nicht ein bisschen zu nah? Und nö! Ja, hat ja einer gefunden, ne? Eieieiei. Ist er so weit? Eieieiei. Kommt einer mit dem Auto und sein Hund. Ja. Geil. Ich liebe es. Er scheint auch gut gehakt zu sein. Na gotcha. Da ist er doch. Komm her. Vielleicht bin ich noch ein Rücken ließ. Da ist er doch schon raus. Ja, war schon ordentlich. Wenn ihr nicht so schwimmen seht. Ah, 14, 15 Pfund schätze ich. Cool. Schon verrückt, ne? Sitze hier im Auto, pin ein, binde Rix. Dann direkt zwei Bisse. Fast gleichzeitig. Ja, fein. Aber die ganze Zeit geregnet, kommt die Sonne raus, beißen die Fische. So, mal gucken, noch ein paar Stündchen machen. Ich komme noch einer. Bisschen Käse, bisschen Brot. Oh, wenigstens Happen essen. Es ist gleich 5 Uhr. Ich werde gleich hier die guten reinholen. Und zur Schleuse fahren. Den habe ich vorhin schon gefüttert. Ja, mal schauen, vielleicht geht da was. So, neue Stelle, neues Glück. Ich bin jetzt hier an die Stelle an der Schleuse, die ich hier auch schon 2-3 Tage gefüttert habe, gemoved. Die Ruten gelegt, Zelt aufgebaut. Jetzt werde ich erst nochmal einen Happen essen. Und hoffe, dass da wenigstens mal einer beißt für die Mühen. Wobei, gesehen habe ich nichts. Na, warte mal ab. Moin, moin, Leute. Oh, gut gepennt. Kleiner Schuppi. Habe ich gerade geweckt. Ja, zeige ich euch mal kurz. Aber ist echt nur ein ganz kleiner Fisch. Komm ich jetzt mal raus eben. Mach den ab. Was bist du denn da? So, ich mal hier. Ja. Verrückt. Zack, ganz leicht raus. Machen wir da mal drauf. Vielleicht hilft es, schaden kann es nicht.
Da hat er eine kleine Verletzung. Von was auch immer. Tun wir mal drauf. Na komm, Kleiner, spiel mal mit. Da, geht doch. Na, so, darfst du wieder abbauen. Also, schon 4 Uhr gleich. Die eine Router hat vorhin auch mal einmal kurz gepiept, da muss ich auch mal nachgucken, dass da sich irgendwie ein Weißfisch aufgehangen hat. Da war ich auch schon halbwegs wach, aber naja, okay. Ich melde mich. Noch vor dem Morgengrauen bekam ich einen weiteren Biss. Ja. Der wirklich kleine Schuppenkarpfen wurde noch im Wasser abgehakt und sofort wieder in die Freiheit entlassen. So. Den werden wir natürlich auch direkt wieder freilassen, den kleinen. Ja. Gucken wir mal einmal drauf. Ja. Und kleiner Fisch nur zu sein, weil hat sich auch wieder neu reingesetzt und wartet ab, was passiert. Scheint der vorne vor tierisch, da ist los und da ist auch der Fisch. Oh ja, so klein ist der gar nicht. Hola, schön. Der erste bessere Fisch. Natürlich alles weggepackt. Abpackmatte, Kamera, alles. Farben an, ja, ist das geil. Richtig geile Farben hat der. Aber ist nur noch in die Gäscher, mein Freund. Ach, schön. Geil. Klasse. So Fische freuen mich. Alter, ist er schön. Da ist ein richtiger Beauty. Da muss ich dann doch noch alles wieder aufpacken. Na egal, machen wir doch gerne. Der Fisch ist im Wasser. Dann nehmen wir den hier zum Sichern. Upp. So, dann nehmen wir hoch. Ja, guckt euch das schöne Teil hier an. Ganz schöner Fisch. Klein, aber fein. Richtig dicke, schon eine rotbraune Färbung. Richtig geil. Super. Von der anderen Seite auch mal. Pulli ist. Zeigen wir euch die Seite auch noch mal eben. Schön. Ja, krass. Ja, tschüss. Unglaublich. Ich habe einen Fisch rollen sehen oder springen sehen oder vielmehr nur noch die Blasen davon. Und bin ein bisschen am Stalken. Dann gesehen, wo er gebuddelt hat, ungefähr in welcher Richtung er zieht. Und habe dann
einen orange-roten Poppy da reingelegt. Und was soll ich sagen? Ungefähr 2 Minuten. Und ich finde die Route ab. Ich konnte gerade eine Nachricht an Kollegen schicken. Hier ist kein roter Fisch. Trotzdem muss das machen. Aufpassen. Ein kleiner Schuppi oder was? Die Kirsche hat nichts aufgebaut. Ich dachte, ey, beißt da eh keiner. Und gut. Dann gucken wir mal, dass wir den rauskriegen. Wahnsinn. Ja, ja, sieht man noch hin. Kleine Puppi. Yippie-ay-yo. Man freut sich. Auch gleich leer. Den Akku mal tauschen. Weiter bleibt. Also. Dabei. Eine leichte. Genau für diese Fälle. Ich möchte jetzt mal kurz da drauflegen. Cool. Jo, geil, ne? Weg mit dem und am besten im Kescher wieder runter und raus damit. Vielen Dank und tschüss. Manchmal kann das echt einfach sein, das Angeln, ne? Aber leider nicht immer. Ah. Gut, ich bin die Strecke jetzt abgelaufen, konnte beim Stalken einen Fisch fangen. Der hat sich kurz gezeigt, gesehen, wo er gegründelt hat. In die Richtung habe ich dann ungefähr meine Montage gelegt. Kurz darauf hat er schon gebissen. War halt nur ein kleiner Fisch, aber trotzdem freundlich, wenn das so klappt. Ich werde mir jetzt erst nochmal, wenn das total gesund ist, essen und dann weiter gucken. So, dann melde ich mich wieder. Naja, seht selbst. Bin wirklich wieder an der Stelle gelandet. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch was geht. Ich weiß nicht, vom Bauchgefühl. Manchmal reichen ja schon Kleinigkeiten, ein Tag Ruhe dazwischen, das Wetter ändert sich wieder, es ist sonniger geworden und ja, ob ich recht hatte, weiß ich morgen. Keine Ahnung. Ich hatte auf jeden Fall wirklich das Verlangen, mich nochmal hier hinzusetzen und der Stelle noch mal eine Nacht zu geben und dann mal gucken, was ich mache. Ob ich dann schon nach Hause fahre oder ob ich noch 1-2 Nächte irgendwo anders fische oder hier bleibe, wer weiß. Keine Ahnung. Naja, zumindest habe ich schon mal 2 Routen liegen.
Und jetzt werde ich mir erst noch mal was Warmes gönnen. Ist gestern schon zu kurz gekommen. Aber heute werde ich mir was kochen. Auf jeden Fall. Jo, Ruten liegen, alles gefüttert, alles ready, Zelt steht, nee. Mein Bauchgefühl sollte mich nicht getäuscht haben. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit bekam ich den ersten Biss. Optimistisch sein. Sternklare Nacht, ey. Boah, hör dir das an, ey. Uiuiui. Licht nicht. Komm in das Licht. Da schon wieder für einen dicken. Da ist wie noch ein Spiegel. Hoch. Hoch mit der Nase. Nochmal hoch mit der Nase. Dann habe ich eine Chance, dich zu kriegen. Gotcha. Ab ihn. Next Big Fish. Oder was? Was haben wir denn jetzt gefangen? Das ist der nächste große. Ne? Jo. Habe ich recht gehabt, wieder zurückzukommen? Jo. Diesmal vergaß ich nicht das Film, sondern die Technik streikte. Der Autofokus stellte nicht auf scharf und das Bild war dementsprechend schlecht. Geht er, Digi?
Einen Daumen. Oh, was ist das denn? Das kann auch ein kleiner sein. Mann, Route noch nicht mal wieder neu raus. Linke Seite. Hier vorne ein kleiner Schuppi. Ein Wilder. Ein kleiner Wilder. Komm schon. Na. Bären, Bären, Bären. Da ist er schon. Okay. Jo, das ist ja der kleine Acker. Wollen wir mal, ja, mal schnell wieder zurücksetzen. Jo, machen wir so, ne? Wo ist denn jetzt der Kescher da? Oh, schön schläft, ne? Na komm schon. Oh, du Mann. Das war die Route, die innen ist. Oh, da ist er denn schon. Oh, da ist er schon. Kleiner auch. Nee. Ja. Billy Gonzales. Okay, ich mache mal die Kamera aus. Das ist ja so ein kleiner. Jetzt spare ich mal ein bisschen Speicher. Ja, wie so ein kleiner hier. Kleiner Schuppi. Eben abgemacht. Da mal wieder ins Wasser. Ganz schön viele kleine Fische. Das war jetzt der vierte, einen kleinen Spiegler, habe ich gar nicht gefilmt. Der war wie so ein kleiner, ja, Fußball. Naja, okay, der will wieder ins Wasser. Na komm, bleib auf der Matte. Ja. Okay. So, Fisch Nummer 5 für die Nacht. Das ist auf jeden Fall wieder ein besserer. Und den habe ich jetzt schon 50 Meter weg gehabt. Zumindest habe ich jetzt die Schlagschnur wieder drauf. Aber jetzt sieht er natürlich das Licht. Und gib nochmal Knallgas. So, ich werde nochmal die Kamera ausmachen. Donnerwetter, was ist denn da los?
Aber der steht wie ein Stein, ey. Ein Kanalstein. Ich weiß auf jeden Fall, sich zu verkaufen, ey, Junge. Krass. Einfach kein Schlappi. Noch einen halben zu. Krank. Echt krank. Das ist ja schon mal eine Oberfläche. Wirklich kein großer Fisch, aber stark. Stark ist er, der Junge. Ja, das stimmt. Was haben wir denn da? Oder täusche ich mich da? Wird er wieder ein Spiegler sein? Jo. Fisch. Komm. Da haben wir einen. Hoppa. Oh, schau an. Ja, wieder so ein schöner Fisch, ne? Von rechts kommen die ganzen Spiegler. Ja, krass. Kann man das sehen auf der Kamera? Das ist gar nicht echt. Schöner. Der Wecker. Wo ein Hauptchen für Pendel. Und da hat mich diese Schönheit hier aus dem Schlaf gehauen. Ist das ein geiler Fisch? Waren wir an der Session jetzt? War die goldrichtige Entscheidung, um nochmal zurückzukommen und hier nochmal eine Nacht dran zu setzen. Und ich denke, ich werde noch eine Nacht fischen hier. Alle Wetter, ey. Du machst Laune. Schon der zweite schöne Spiegler. Weiß nicht, schätze ihn mal. Ja, ist auch egal. Nicht ganz 30 Pfund wird er haben. Aber cool, oder? Mann, Mann, Mann. Thank you.
du Scheiße, nix Biss. Schiff. Ja, moin, moin. Gerade kam die Titanic durch. Ich hab gedacht, ich hab einen Biss. Aber da lief die andere Route auch, bis ich erstmal gerallt hab, dass da ein richtiger Pott durchkommt. Katastrophe. Ja, der hat nicht die Schnüre mitgenommen, sondern der hatte einfach so eine Verdrängung. Da war gerade hier kein Wasser mehr im Kanal, hab ich das Gefühl gehabt. Ey, was solche Schiffe hier auf so einem kleinen Kanal suchen, das war nicht allen Ernstes. Gott, der Quatsch. Das Wasser ist jetzt auch ziemlich wieder braun. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ist noch immer nicht wieder so hoch, wie immer war. Normalerweise sind die Steine hier vorne alle unter Wasser. Ja. Naja, wird schon wieder Wasser nachkommen, aber holla die Waldfee, von wegen, ich hab einen Biss. Naja, auch das passiert. Ist halt Kanalangel, ne? Okay, ich werde jetzt erstmal alles wieder richten. Jo, jetzt geht's. So Leute, letzter Abend. War alles dabei. Eine Woche mit Regen und Sturm. T-Shirt, Wetter, Sonne. Richtig warm. Jetzt wird's kalt. Unangenehm nachts, aber trotzdem sternklar. Ich musste ins Wasser. Fische aus dem Holz holen. Ich musste ins Boot beim Sturm. Fische aus den Dornen holen. Also langweilig ist mir echt nicht geworden. Aber das macht ja auch so einen Trip aus. Ne? Geile Fische gefangen. Ich finde echt geile Fische. Und es hat mir riesen Spaß gemacht, nochmal alles zu filmen. Ist aufwendiger gewesen, als ich gedacht habe. Ich habe es befürchtet. Das ist das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Aber es hat schon Bock gemacht. Ich bin mal gespannt, wenn ich alles zurechtgeschnitten habe, wo ich Fehler gemacht habe oder was nicht so gut gelaufen ist und. Ich glaube, generell schon vorab kann ich sagen, dass das Filmen in der Nacht schon extrem schwierig ist. Gerade mit der kleinen Kamera und dann alleine. Ja, ich habe alles so gut es geht versucht hinzukriegen, euch mitzunehmen quasi als Beifahrer auf dem Trip hier und ja, einfach ein bisschen Fun. Ich hoffe, der Film gefällt euch und ich hoffe, dass ich das auch wirklich hinkriege mit dem Schneiden und. Das ist die nächste Herausforderung, Challenge. Na gut, noch habe ich die Routen im Wasser, noch habe ich eine Nacht. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Fisch. Es wird schwierig. Wie gesagt, ist jetzt schon die dritte Nacht, zwar nicht hintereinander, aber die dritte Nacht hier. Ich hoffe, die Stelle straft mich lügen und ich werde noch den einen oder anderen Fisch fangen. Tagsüber jetzt war Totentanz, nix, kein Zip, gar nichts. Ein Schiff ist durchgefahren, habe ich noch richtig einen Mazel gehabt, dass er über die Leine drüber ist, die auf der anderen Seite gespannt war. Die andere konnte ich, war ich ja gewarnt, rausholen. Da habe ich voll verpennt, weil ich gerade am Telefonieren war. Und naja, gut. Dazu brauchen wir ein bisschen Glück. Und Gott sei Dank war die gut abgesenkt. Weil der Kahn war richtig tief. Das war ein richtiges Ding. Das ist aber auch auf dem Video drauf. Gut, ansonsten
Sehen wir uns morgen früh nochmal. Oder nachher an der Route. Oh, ey, die Mücke, die mag mich. An der Route oder vor der Matte. Mal schauen, wie ich das vom Film her hinkriege. Also, drück mir die Daumen. Wie befürchtet blieben die Bissanzeiger in der letzten Nacht stumm und ich packte zeitig meine Sachen, um noch vor dem Sonnenaufgang die lange Heimreise anzutreten. Doch ich werde wiederkommen, da bin ich mir ganz sicher.